1944 geboren und als Kind wurde ich bald ein Junge. Dann wurde ich ein Dichter, ein Sänger und ein Maler und ein begeisterter Fußballspieler. Und dann war mein Leben und jetzt lese ich meine Geschichten vor. Die Kinderseiten der Epoche, Laios Dayatos. Das wird manch einen interessieren, und zwar Titel der Geschichte ist Lay Day wie du und ich. Eine Groteske. Haben Sie schon mal von Herrn oder Frau Jedermann gehört? Gewissermaßen Otto Normalverbraucher, sozusagen wie du und ich. Jeder kennt diese Unperson, keiner kann sie beschreiben. Auch ist sie garantiert die wechselhafteste Gestalt der ganzen Gesellschaft. Trotzdem wäre jede Beschreibung zutreffend, vorausgesetzt, der, dem man sie beschreibt, versteht die Beschreibung entsprechend. Aus dieser Familie, wie du und ich, stammt auch Laios Dayatos. Ein hervorragender Mann und Spezialist im Handwerk, in den Wissenschaften und in den Künsten. Ein Handwerker-Künstler-Gelehrter oder gelehrter Handwerker-Künstler oder Künstler-gelehrter Handwerker, je nachdem, wo es gerade so fehlt. Man kann sagen, Laios Dayatos steckt in jedem von uns, mal mehr, mal weniger, so dass auch jeder Laios Dayatos genannt werden darf. Es jedem gestattet ist, sich so zu nennen. Und schließlich, jeder auch Laios Dayatos ist. Nicht zuletzt, wenn wir an unsere schwachen Stunden denken, Laidai. Wenn uns die Faulheit, Schlaffheit und Müdigkeit berückt und außer Gefecht setzt, ist Laios Dayatos hautnah. Es ist also vollkommen selbstverständlich, dass eine solche uns nahestehende Person für uns eigentlich immer sehr gut verständlich ist, in dem, was sie glaubt, was sie sagt, nachdenkt oder fühlt, und welche Fragen Laios Dayatos auch immer aufwirft, wir können das Problem nachvollziehen, ja, voll verstehen. Wir verdanken Laios Dayatos viele wichtige Erkenntnisse und Aussprüche, zumal
diese oftmals so trefflich zugespitzt ausformuliert sind, dass sie als geflügelte Worte quasi von jedermann anerkannt werden könnten und zumindest jedermann gehören, sofern derjenige nur von diesen reichen Schätzen überhaupt etwas weiß, denn das ist oft leider nicht der Fall. Allein deshalb wird hier in diesen Kinderseiten der Epoche das kostbare Wissen, das eigentlich jedem gehört und das deshalb auch jeder wissen dürfte, dargestellt, weil es schon zu komisch wäre, wenn jemand sein eigenes Wissen vielleicht gar nicht kennt, wie du und ich, die wir so manches noch nicht kennen oder wissen. Eines Tages sagte Laios Dajatos, um ein alltägliches, aber deshalb nicht minder großes menschliches Problem zu charakterisieren: In der Kunst gibt es keine Pausen. In der Kunst geht es immer weiter. Das hieß, weil wir alle mal wach, mal müde, mal interessiert, mal überlastet, mal konzentriert und mal zerstreut sind einerseits, andererseits das Tagesgeschehen und die ganze Welt weiterläuft und läuft und läuft ohne Unterbrechung, wie die Stromabrechnung, auch wenn der eine schläft, der andere aufpasst und der dritte gerade mit seiner Liebsten auf dem Sofa sitzt, geht es pausenlos weiter. Deshalb sind wir nie ganz auf der Höhe und kriegen auch nicht immer alles ganz mit. Die Kunst ist nun, obwohl man selbst häufiger Pause machen muss, seine unkonstante Teilnahme am kleinen und größeren Weltgeschehen durch die pausenlose Kunst des Verstehens zu ergänzen. Kinderseite der Epoche.